Bislang ist noch alles okay, ja, aber 4 Kilometer haben wir jetzt auch noch nicht. Okay, hier stehen Autos. Ein Imker offenbar. Da sind nämlich Bienenkörbe zu sehen. Ja, hier ist auch noch alles in Ordnung. Ich will halt aus Gründen verhindern, dass wir irgendwann nicht weiterkommen und dann haben wir keine Wendemöglichkeit mehr. Ja? Also das ist eigentlich meine Sorge im Moment und deswegen bin ich hier so ein bisschen vorsichtig. Ist alles okay. Idealerweise war gesperrt und jemand hat vergessen, das Schild wegzuräumen. Die 4 Kilometer müssten wir so langsam aber dann doch mal haben jetzt. Ich gerade schon, da ist eine Schranke. Aber nein, es ist nur das Geländer hier von der Kurve. Closed, geschlossen. Steht da sogar in Deutsch drauf. Ach Mann, das ist aber Kacke, ja. Der einzige Vorteil hier ist, dass die Straße breit genug ist, dass ich hier auch gescheit wenden kann, ja. Ja gut. Dann würde ich sagen, wir machen hier Folgendes. Ich mache eine kurze Pause, wechsle die SD-Karte in der Kamera, die ist nämlich fast voll, und schau mal, wie ich jetzt zum Hotel komme. Ja, dann geht's mal los. Ist die Routenberechnung im Navi natürlich noch falsch. Tja, das ist natürlich schlecht, weil so richtig weit wäre es bis zum Hotel jetzt nicht mehr gewesen. Und jetzt müssen wir hier erstmal komplett zurückeiern und dann noch einen anderen Weg fahren. Ja, da bin ich mal gespannt, wann wir hier letztendlich wieder ankommen. Ja, ich meine, das kann ja jetzt locker flockig mal ein Umweg von 3 Stunden sein. Und wir dann kommen dann irgendwann erst um 22 Uhr oder so heute Abend an, ja?
Tja, das ist ja auf der einen Seite ganz nett, auf der anderen Seite ein bisschen doof. Naja, also ich nehme es mal positiv und denke mir, jetzt können wir halt diese schöne Route nochmal fahren und uns die Gegend von der anderen Seite anschauen. Ja, ist ja vielleicht auch nicht so verkehrt, ja. Hier die Kühe, die denken auch, guck, da kommt der Idiot schon wieder, ja. Haben wir ihm doch gleich gesagt, dass es da vorne nicht weitergeht, ja. Deswegen wurde doch weiter oben extra ein Schild hingestellt, ja. Da vorne steht's, ja. Aber nein, ich fahre natürlich trotzdem da unten hin. Ach. Es hätte natürlich sein können jetzt, dass da, sag ich mal, vielleicht drei Viertel der Straße abgerutscht ist, ja, sodass man mit dem Auto da nicht mehr durchkommt, mit dem Moped aber doch noch. Ja. Aber ja, meine Experimentierfreude bei solchen engen Straßen, die dazu noch steil bergab führen, hält sich doch etwas in Grenzen. Ja. Denn es wäre bekanntlich nicht das erste Mal, dass man dann auf einmal vor dem Hindernis steht. Ja, ja, geradeaus geht es nicht mehr weiter. Geradeaus rückwärts kommt man nicht mehr, weil es zu steil bergauf geht. Und richtig vernünftige Wendemöglichkeit hat man auch nicht. Ja. Also das. Ja, möchte ich hier dann ja halt auch nicht. Unnötig, ne? Riskieren und so, ja. Das überlasse ich dem Blog, ja. Der kann ja dann nächstes Mal da Offroad einfach geschwind so ein bisschen durch die Wiese fahren, ja. Und damit elegant das Hindernis umschiffen. Ach, herrlich hier. Mittlerweile, wenn man die Strecke schon so ein bisschen kennt, dann fährt sich natürlich auch viel entspannter hier, ne? Ja, Passo del Vivione. Ich habe den Attenzione Pericolo tornanti e curvi continui per 9 Kilometer. Aha. Das bedeutet, glaube ich, so viel wie Achtung, sehr schöne Strecke. Wir haben natürlich immer noch das Problem, dass uns hier jederzeit jemand entgegenkommen kann. Gucken, das Navi steht hier auf 18:37 Uhr und weiß nicht, sagt das immer noch, dass ich hier wenden soll? Ja, ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Hundertsiebzehn Kilometer noch. Können ja mal darauf achten, ob die Entfernung hier mehr oder weniger wird. Ach, guck mal, wie elegant man hier auf einmal rumfahren kann, ja. Landschaft sieht immer noch schön aus.
Das Moped sieht übrigens aus wie Sau, ja. Durch diesen Nieselregen. Genau wie die Klamotten. Also richtig sauber ist das alles nicht. Ich glaube, wenn ich im Hotel ankomme, die gucken auch erstmal und sagen, ja, was ist das denn? So dreckig kommst du hier aber nicht rein, ja? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube viel eher, dass ich da auch wieder der erste Gast bin. Weil der, nicht der erste, der einzige vielmehr. Ist noch genauso schön wie vorhin, ja. Und schon wieder hat es ganz unten noch so ein paar kleine Wölkchen. Aber immerhin, ich meine, so schlecht war es auch nicht. Wir sind ja jetzt quasi den Pass raufgefahren und auf der anderen Seite auch schon erheblich runtergefahren, ja. Und also. Im Grunde haben wir den Pass damit natürlich in seiner ganzen Schönheit erfasst. Ja? Also gelohnt hat sich das auf jeden Fall trotzdem. Ja? Also auch wenn ich jetzt heute ein paar Stunden später ankomme, würde ich sagen, so ein richtiges Problem ist das nicht. Sofern das Navi hier wirklich die richtige Route drin hat. Aber müsste eigentlich. 114 Kilometer, waren es vorhin nicht 116? 18.35 Uhr. Ja, ich glaube, so schlecht sieht es nicht aus. Ja, Fußgänger. Schöne gelbe Jacke, hervorragend, kann man auch gut sehen. Anders als ich. Ich komme hier grau in grau daher. Ich wollte ja damals, als ich die Kombi hier gekauft habe, wollte ich ja eigentlich auch sowas Neonfarbenes da dran haben. Aber davon hat der Hersteller selbst dann tatsächlich abgeraten und gesagt, ja, das wäre zwar alles ganz cool mit diesem Neonzeug und so. Das Problem ist aber, dass diese gelbe Farbe, dass sie an der Sonne relativ schnell ausbleicht und dann ja, hast du da irgendwann relativ schnell nicht mehr dieses Neonzeug, sondern nur so eierschalfarbenes Zeug, was auch nicht mehr entsprechend leuchtet. Und daraufhin habe ich gesagt, naja, okay, dann mache ich das halt nicht. Und stattdessen hole ich mir einfach als neuen Helm einen, der ja nicht so ist wie dieser, nämlich matt schwarz. Aber ja, das mit dem neuen Helm, das hat ja bislang noch nicht geklappt. So, jetzt ist die Straße doch schon mal wieder deutlich besser zu fahren, ne? Also hier waren wir auf der Hinfahrt aber nicht. Von rechts kommt hier überall das Wasser runter. Mein Gott, ja, also alle paar Meter plätzert hier was runter. Da sind wir gerade schon durch so einen Tunnel durchgefahren. Da hat es im Tunnel geregnet. Ja. Ist der Tunnel wohl nicht ganz dicht. Ja? Oh, hier hat sich die Straße schon halb verabschiedet. Muss ja erstmal alles neu gemacht werden. Oh Gott. Die ganzen Metallnetze da am Hang, ja. Also hier scheint wohl auch öfter mal was runter zu kullern. Was irgendwie nicht verwunderlich ist, wenn man sich die Szenerie anschaut. Eieiei. Oh, hier auch rechts so viel Wasser. Ja, ganz schöner Streckenabschnitt auf jeden Fall. Bekommen wir noch richtig was zu sehen hier. Ja, klar, ich meine, also man darf 50, wir fahren 60.
Der Tunnel ist sowieso, ich sag mal, 1A beleuchtet. Notausgangsschild habe ich jetzt noch nicht entdecken können. Auch irgendwelche Reflektoren an der Seite oder dergleichen. Es wirkt auch alles relativ dreckig. Teilweise regnet es rein. Ja. Ich weiß nicht so recht. Der ADAC hat doch vor Jahren mal solche Tunnel getestet und dann sind auch in Deutschland eine ganze Reihe von Tunneln ja, saniert worden und sind dann mit so zusätzlichen Rettungsstollen versehen worden und ja, eben passenden Hinweisen, wo der nächste Notausstieg ist und dergleichen, ja. Also nicht nur in Deutschland sind Tunnel nachgerüstet worden, woanders natürlich auch. Ich sag mal, dieser Tunnel gehörte wahrscheinlich eher nicht dazu und diverse andere, die ich hier schon durchfahren habe in Italien, wahrscheinlich eher auch nicht. Aber ich muss das vermutlich so machen wie die Einheimischen. Ich darf halt nicht 50 fahren, sondern 150 und dann halte ich mich in dem Tunnel ja auch nicht so lange auf. Und damit reduziert sich die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert. Also so ähnlich muss hier wahrscheinlich die Rechnung sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Also diese gute Dame im Auto vor mir, die ist sehr lautstark am Singen und am Gestikulieren. Ah, jetzt nimmt sie erstmal das Handy in die Hand und singt währenddessen natürlich noch weiter. okay. Oh, jetzt ist ruhig. Was ist jetzt kaputt? Ah nee, jetzt wird weiter geschunkelt. Handy ist immer noch in der Hand. Ja, schnell noch die WhatsApp weitertippen. Ja, genau. Also sie tippt gerade eine SMS oder irgendeine Nachricht auf jeden Fall. Ah, mit beiden Händen übrigens, ja, zeitweise. Kann man auch verstehen. Ist auch ein bisschen schwierig, so mit einer Hand eine Nachricht zu tippen. Oh, jetzt wird wieder weiter gesungen. Ja, Italien halt, ne? Was soll man sagen? Ne? Heute Mittag hatte ich auch schon eine Situation, da kam mir der Rollerfahrer entgegen. Mit der Fluppe in der Fresse, ja. Da habe ich auch gedacht, ja, okay. Genau so muss es sein, ne? Oh, die Dame singt immer noch. Jetzt singt sie aus dem Fenster hinaus. Und das Handy steckt wieder in der Halterung. Was ist da denn los? Das ist doch mal ungewöhnlich. Vielleicht ist der Akku leer oder so, weil sie hat unten das Ladekabel angeschlossen. Ach, sie hat noch ein zweites Handy, was sie jetzt in der Hand hat. Das gibt's ja gar nicht. Ja, entschuldigt meine Naivität, ja, aber das hatte ich natürlich kurzzeitig nicht auf der Agenda, dass die Italienerin hier natürlich zwei Handys dabei hat. Und nur weil das eine jetzt halt nicht mehr in der Hand gehalten wird, heißt es natürlich noch lange nicht, dass jetzt zurzeit keine Nachricht getippt wird. Ja. Ja, jetzt hat uns doch noch die Schnellstraße ereilt. 80 Kilometer noch bis zum Hotel. Zumindest die nächsten 28 davon geht es nur geradeaus. Dummerweise nur mit 60, weil da vorne der LKW wieder nur so langsam fährt. Sowas, ja. Ja, ich hoffe, es verzögert sich hier nicht noch weiter, weil ich will natürlich auch noch was zu Abendessen bekommen. Aktuelle Ankunftszeit 18:37 Uhr. Das sieht eigentlich noch okayisch aus, ja, zumal man im Italienischen hier im, ja, oder im nördlichen Italien ja eigentlich eher so erst um 19 Uhr zu Abend ist. Von daher, ja, wird wohl noch irgendwie gehen. Ansonsten haben wir auch noch genug Fressalien dabei. So ist ja nicht. Ja, ein sehr durchwachsener Tag auf jeden Fall. Von großen, breiten Pässen wie dem Julia-Pass.
über Sonne und Regen und Bergamo und enge Passstraßen und Straßensperren und Schnellstraßen. Genau, ihr fahrt mir hier einfach mal direkt vor die Nase. Das hätte ich auch nicht anders erwartet. Ach du Scheiße. Der Golf, der fällt aber bald auseinander. Licht vorne geht auch nur noch auf einer Seite. Standlicht qualmt wie sonst was. Stinkt ohne Ende. Da wollen wir mal lieber schnell überholen. Ja, mal gucken, wie es morgen weitergeht. Morgen sollten wir dann den Gardasee erreichen. Und ja, schauen wir mal.